Herzlich willkommen bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wir haben im letzten Part endlich Prinzessin Zelda getroffen und haben daneben auch in dem Grab hier vorne uns die Hymne der Sonne geholt. Wunderbar, dass wir das schon gemacht haben, das ist nämlich notwendig. Und ach ja, und jetzt, wo wir gerade Nacht haben, nutzen wir das doch einfach mal aus. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, war es das Grab hier? Ich glaube, es war das Grab hier vorne. Obwohl, nein, das ist ja, wo wir später noch was... Okay, nee, das war was anderes. Wir versuchen uns mal mit dem Grab. Denn die Gräber, wo die Blümchen davor sind, die wir da vorne sehen, die haben eigene Geheimnisse. Jetzt hoffe ich nur, dass das hier das richtige Grab ist. Da vorne kann man auch eine Bombe anwenden. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es geht. Kann auch sein, dass ich jetzt hier falsch liege. Mit dem Grab. Nein! You got a Hylian Shield. Switch to the equipment subscreen and select this shield, then equip it with A. Das ist gut. So. Das wäre dann das. Denn dieses Schild hier, den Hylianischen Schild, den kann man auch für 80 Rubine in Hyrule kaufen, im Hyrule-Markt, auf dem Bazar. Aber dort gibt uns eine Person den Tipp, dass man das auch hier bekommen kann. Und ja, warum etwas kaufen für teuer Geld, wenn man es auch kostenlos bekommen kann? So, Navi hat uns im letzten Part darauf aufmerksam gemacht, was würde denn Salia sagen, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Und, ja, ich finde, danach sollten wir jetzt erstmal zuerst gucken. Navi wird uns nicht umsonst darauf aufmerksam machen. Denn zum Todesberg können wir immer noch. Jetzt sammeln wir uns im besten Fall aber hier noch ein, zwei Herzen ein, damit wir wieder full live sind. Okay, immerhin. Immerhin. Ah, die Dullis tauchen direkt auf. Ja, komm, wir ignorieren sie einfach. Da muss man jetzt sich nicht auf den Kampf einlassen. Sie bringen sowieso nichts Ordentliches ein und können eher mehr Schaden machen, als dass die einem heilen, so wenig Herzen, wie sie abgeben. Geht. Ja, genau, spawn einfach hier. Immer schön hier am Wegesrand entlang gehen, dann ist der Weg nämlich kürzer. Oh, sie bringen sogar doch noch ein Herz, gut. Weil durch das Wasser gegen die Richtung zu schwimmen, gegen die Strömung, dauert länger. Ja. Altbekannter Trick der Speedrunner. Rückwärtslaufen ist schneller als vorwärtslaufen. Und wir sehen, was vor uns passiert. Aber wir sehen nicht, was hinter uns passiert. Das ist natürlich so eine Sache für sich. Ich mache das auch nicht gerne, rückwärts laufen, denn es könnte immer ein Gegner hinter uns auftauchen. Und es ist noch gar nicht mal, dass das dann so schlimm Schaden macht, sondern dass wir uns dann eher erschrecken. Ja, da taucht jetzt so ein Skelett auf und... Ah! Also rückwärts laufen, das machen auch eher die Speedrunner, weil rückwärts laufen einfach schneller ist. Das hat Nintendo vermutlich deshalb so gemacht, also so wie es aus Gerüchten heißt oder soweit wie ich es weiß, haben sie das deswegen gemacht, um einfach nur zum Testen, wie das Kampfverhalten gegenüber Gegnern ist, dass man besser ausweichen kann beispielsweise. Und dafür schien offenbar die Rückwärtsgeschwindigkeit gut zu sein, die letztendlich natürlich schneller ist. Und seien wir mal ehrlich, rückwärtslaufen hat auch einfach den Nachteil, dass man zwar, also man ist zwar schneller, aber man sieht halt einfach nichts. Ja, weil was hinter einem liegt, das interessiert einen in der Regel ja nicht. Also wenn wir quasi in die gegenwärtige Richtung gucken, wo wir hinlaufen. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr genau. Also ich weiß den Weg zu Salia, aber wir haben ja auch noch das ein oder andere Minispiel. Das würde ich zwar gerne spielen, ich bin mir aber nicht sicher, ob es, was es jetzt dafür für Belohnungen gibt, weil ich will keine Herzteile sammeln. 1, 2, 3 Herzteile wäre vielleicht auch noch nicht so schlimm.
Aber bei 4 Herzteilen hätten wir die Challenge nicht gepackt. Das wäre natürlich gar nicht so schön. So. Ach ja, es ist ja alles invertiert. Wieso? 1, 2, 3. Da kommt der Deko-Kerl und er müsste uns, glaube ich, eigentlich größere Munition geben. Cool, you're great. You scored 3 perfect bullseyes. I have to give a neat present to such a wonderful person. Please take it. Ja, okay, okay, okay. Er gibt uns eine größere Deko-Kerntasche. You got a Deku Seeds Bullet Bag. This bag can hold up to 40 Slingshot Bullets. Gut. Weiter geht's nach oben. Dieser Pfad hier... Ach, nein. Nein, nein, nicht schon wieder. Hey, over here, bla 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 bla. After going through the lost woods, you will come upon the sacred forest meadow. That is a sacred place where few people have ever walked. Shh, what's that? I can hear a mysterious tune. You should listen for that tune to hoo hoo hoo. Do you want to hear what I said again? No. Und der Cursor ist auch immer direkt auf Yes. Oh nein, ich will's nicht nochmal hören. So, ich kenne den Weg auswendig, wirklich. Du brauchst mir nicht zu helfen. Dankeschön. Genau. Also dieser Weg hier führt nach Goronia. Da können wir jetzt aber noch nicht hin. So, dieser Weg führt zum Reich der Zoras. Da müssen wir aber noch nicht hin. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, war es jetzt geradeaus oder war es zur Seite? Ich glaube, zur Seite... Ja, geht's in dieses Extra-Level da, in dieses kleine Bonusteil. Jetzt, glaube ich, geht's hier lang. Und dann geht's wieder nach rechts, nach oben. Korrekt. So, jetzt kommt hier so ein Dulli. Die Wölfe sind jetzt nicht ganz ungefährlich. Was, der weicht dem aus? Okay, schade. Ach, komm schon. Das Ding ist, wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen wegen unserem Leben. Ach, der macht ja nicht viel Schaden. Okay, das ist ja jetzt einfach gewesen. Okay, dann habe ich ja nichts zu befürchten. Gut. So, einfach hier entlang. Einfach an den Typis vorbei. Oh, hier wäre der Deko-Schild vielleicht etwas besser. Die ziehen uns ganz schön viel Leben weg. Ich habe mich auch noch nicht darum bemüht, eine Flasche zu bekommen. Da hätte ich mich... Ich habe jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, wo die erste Flasche war. Oh, der trifft uns hier. Dann hau ab, du blöde Sau. Boah, jetzt müssen wir uns hier noch irgendwie durchrasen. Die Frage ist nur, ob wir auch heil wieder zurückkommen. Boah. Seht ihr, wir haben jetzt schon super viel Leben verloren. Das Zurückkommen stellt, glaube ich, ein größeres Problem dar. Hallo, Salia. Wieso hat die eigentlich eine zweite Feen-Ocarina? Wie viele hat die denn davon? Hat die so einen ganzen Bunker voll? I've been waiting for you, MDP. This is the Sacred Forest Meadow. It's my secret place. I feel this place will be very important for both of us someday. That's what I feel. If you play with the ocarina here, you can talk with the spirits in the forest. Would you like to play the ocarina with me? Yes, na klar. Okay, try to follow along with the melody I will play. Are you ready? Saria's song.
Okay. Unten, rechts, links, unten, rechts, links. Klasse. Great, great. Please don't forget this song. Do you promise? Ich kann es nicht vergessen, denn es ist in meinem Menüauswahlbildschirm vorhanden. When you want to hear my voice play Saria's song, you can talk with me anytime. Schön. Schön, schön. Ich liebe auch dieses Lied. You've learned Saria's song. Ja, aber jetzt müssen wir wieder zurückkommen und wir werden jetzt höchstwahrscheinlich sterben. Also diesen Tod werde ich jetzt einbeziehen müssen. Unsere Lieder sehen wir hier. Und da ist auch schon Sarias Song. Problematisch. Ist nur die Frage, was passiert, wenn wir jetzt... Ich mach mal ein Safe State. Nein, 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 nein. Speicherpunkt erstellen. Zack. Vielleicht schaffen wir es ja auch unbeschadet hier durch. Oh, shit. Nein! Da war ich auch ehrlich gesagt nicht gut vorbereitet. Ja, okay, dann speichern wir es. Ja, wir gucken jetzt mal, was passiert. Landen wir im Kokiri-Wald? Nein, wir landen im... Ach, wir landen hier wieder. Ja, gut. Dann können wir zurück. Wir haben doch den Song jetzt gespeichert, oder nicht? Ja, haben wir. Dann ist das kein Problem. Dann hat uns der Tod sogar den Weg verkürzt. Gut. Auch in Ordnung. Ach, du bist aber auch eine Nervensäge, wirklich. Nein, ich habe den Song nicht gelernt, weißt du? Ja, ich weiß auch, dass das eine mysteriöse Power hat, hat mir Saria schon gesagt. Ich weiß auch, dass es andere mysteriöse Songs gibt, das habe ich von Zelda gelernt. Ja, okay, das ist schon relativ wichtig, dass hier ein Ton kommt, wenn man an der richtigen Stelle steht. That you play every score is not displayed. Ja. Ach, Rauru. Nein, ich will das. Ich weiß das alles. Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich sogar eben unseren Zuschauern gesagt, meine liebe Eule. Dass man die Songs im Auswahlmenü sieht. Auf dem Pausenmenü. Aber dieses Pausenmenü ist auch sehr innovativ, denn wir haben hier einfach mehrere Optionen, die wir wählen können, was wir hier auswählen. Das ist gerade in einem Spiel dieser Altersklasse nicht die Normalität. Ja, komm, wir lassen alles einfach bei ganz früh morgens. Tut uns ja nicht weh. Es ist auch so blöd. Es lockt wirklich jetzt, Herzteile sammeln zu gehen. Das verlockt wirklich. Weil man will natürlich auch stärker werden. Wir können es ja auch so machen, dass wir dann die Herzteile und alles einsammeln. Vor allem die Herzteile sammeln, wenn wir den Endboss des Spiels besiegt haben. Das könnte man noch machen. Das wird ja dann zählen. Man hat das Spiel geschafft mit 3 Herzen. Vorausgesetzt, wir kommen überhaupt bis dahin, weil ich bezweifle, dass ich so gut spiele, dass wir hier mit 3 Herzen immer durchkommen. Die Challenge, die ist am Anfang jetzt noch nicht so schwer, weil es keinen so großen Unterschied macht, aber später wird sie eklig. Und so gehen wir als nächstes zum Todesberg. Denn jetzt haben wir die Hymne Salias Lied. Runterjumpen. Gut. Nimmt da bitte schön die Brücke da vorne noch.
Okay. Kakariko Village. Ah ja, genau. Wir könnten aber hier schon mal uns die Flasche einsammeln. Oder gibt es dafür ein Herzteil? Oh, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Gibt es eine Flasche oder ein Herzteil? Doch ich glaube, es bringt eine Flasche. Wenn wir die Hühner hier einsammeln. My cuckoos have run away. Please catch 6 more. Ja, denn sie kann diese Hühnchen nicht einsammeln, weil sie an einer Huhnallergie leidet. Was ein Spaß. Hühner zu halten, gegen die man allergisch ist. Wow, 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 wow. Gut. Das machen wir so. Da ist ein Hühnchen. Dann ist hier ein Hühnchen. Und da oben, die Leiter entlang da vorne, sehen wir auch oben noch ein Hühnchen. Flaschen sind ja erlaubt in dieser Challenge. Auf jeden Fall erlaube ich sie, ob das jetzt... Es gibt bestimmt auch so richtig übertriebene Leute, die spielen das Spiel, ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. Sowas gibt es natürlich auch, aber das ist meines Erachtens schon abartig schwer. Sowas werden wir nicht machen. So, jetzt kommen wir hier noch zu dem Hühnchen. Wir müssen halt auch gucken, dass wir immer dahin kommen. Deswegen fliegen wir immer vorab. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Möglichkeit, alle Hühner zu bekommen. Dann müssen wir jetzt nur gucken, wo sie hingelaufen sind. So, 2. Da vorne ist das dritte. Ja, steht noch einen halben Meter weg. Kann das Huhn trotzdem grabben? Okay. Drei. So, gehen wir mal in die Richtung, wo wir eben die anderen zwei Hühner eingesammelt haben. Hier ist noch eins, gut. Vier. Wo war jetzt das fünfte? Hier. Ah ja, perfekt, perfekt. Gut. War hier noch eins? Ja, ne, genau. Sich abhauen hier. Na komm, wo ist das Huhn denn hin? Hühner sind sowieso die stärksten Gegner im ganzen Spiel. Wenn man sie mit dem Schwert schlägt und provoziert, greifen sie einen in Scharen an, machen Schaden, aber wir können sie nicht angreifen. Das Einzige, was wir dann noch können, ist versuchen, in einer der Häuser reinzugehen. Oder alternativ Kakariko zu verlassen. Ich glaube, das letzte Hühnchen, das war weiter oben, ne? Ja, genau. Komm, grab's doch. Grab es. Komm schon. Oh, Menschenskinders. So. Das müssen jetzt alle sein, oder? Thank you for finding my cuckoos. I have allergies, so I get goosebumps when I touch them. For helping me, I will give this to you. It's fine glass and it should be useful. Please take good care of it. Korrekt. Oh, das glänzt alles so schön. Das glänzt so schön. You got an empty bottle. After you put something in this bottle, set it to bla 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 bla. Ah, die Flasche ist wunderbar. Und wir sollten vielleicht, um es schon mal erledigt zu haben, uns auch schon die andere Flasche holen. Von der ich weiß, dass wir sie jetzt schon bekommen können.
Dafür müssten wir Kakariko nochmal verlassen. Und einfach nur geradeaus gehen. Und deswegen machen wir es jetzt auch mal so. Oh, das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug. Ach, so ein Mist. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das wäre jetzt schön gewesen, einfach geradeaus durchzuwaschen. Aber ja, so müsste es gehen. Dann kommen wir noch an, bevor es Nacht wird. Als ich noch damals Mario 64 gespielt habe als Kind und danach dann Zelda Ocarina of Time, dachte ich mir, WTF, wie groß ist diese Spielwelt hier bitte? Und Ocarina of Time ist im Verhältnis zu Super Mario auch sehr, sehr groß. Gibt viele Welten, vor allem die Oberwelt ist sehr, sehr groß. Das hat mich als Kind damals extrem fasziniert. Mittlerweile weiß ich ja, dass es Spiele gibt, die tausendmal krasser sind. Zum Beispiel Zelda Breath of the Wild. Und das ist ja noch nicht mal das Größte. Dann gibt es noch Overworlden wie GTA 5 oder Witcher 3 sogar. Minecraft zähle ich an dieser Stelle jetzt mal nicht dazu. Oder auch sowas wie No Man's Sky. No Man's Sky ist ja auch ein klasse Spiel. Aber okay, so erstmal. Oh, it's the fairy boy again. Ja, hallo Marlon. I heard that you found my dad. How did you like the castle? Did you see the princess he? Oh ja, und die Prinzessin war einfach nur göttlich. Dad came home in a hurry after you found him he. Oh yeah, I have to introduce you to my friend fairy boy. She's this horse. Her name is Epona. Isn't she cute? Ja. Epona, du bist sehr scheu und sehr klein und ein süßes Fohlen, aber wir wollen dich ja auch eines Tages mal zähmen, oder? Tim is afraid of you, fairy boy. Ja, ja. Hä? Was ist denn jetzt mit der Ocarina? Sollen wir es vielleicht so machen? Ja, wie bringt sie einem denn das Lied bei? My mother composed the song, isn't it nice? Let's sing together. Ja, dann lasst mich auch gemeinsam mit dir singen. Hä? Was? Welches Lied denn? Das habe ich doch jetzt gar nicht beigebracht bekommen. Hä? Was soll das für ein Kack? Wieso kann ich das Lied denn nicht erlernen? Hä, ich war mir so sicher, dass ich es jetzt bekommen kann. Ist die Quest einfach geskippt oder ist das ein Fail oder bin ich einfach nur absolut lost? Tch. Gut, dann werde ich das mal im Internet nachschauen. Wie das nochmal war. Spätestens dann werde ich erkennen, ob es ein Fehler war oder nicht. Weil, wenn das hier fehlerhaft ist, Leute, dann können wir Epona nicht reiten. Und dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir ein extrem großes Problem. Können wir dann überhaupt das Spiel beenden? Egal, darum machen wir uns dann Sorgen, wenn es soweit ist. Guten Tag. Huh? I'm awake already. What? Well, I'll be if it and the forest kid from the other day. By the way, thank a lot for waking me up. It took some doing, but I finally got Marlon back in a good mood. So, what are you up today?
today. Yeah, today. Got some free time on your hands, you say? Well, how about a little game? These three cuckoos I have here are special super cuckoos. I'm going to throw these cuckoos on into that their gaggle of normal cuckoos. If you can pick out these three special birds from among the normal cuckoos within the time limit, I'll give you something good. If you can find them, I win. It will be 10 rupees. Want to play? Ja, direkt mal Geld abgeknöpft. Na, ich hab noch gesagt im letzten Part, ja, willst reich werden, ne? So wirst du reich. You have 30 seconds. Alright, then get ready. Here go the super cuckoos. Start looking. Eins. Ah, wo ist das? Das müsste doch das hier sein, oder nicht? Komm, dann grab es doch. Super. Oh, war das das hier? Grab es doch. Dann ist es noch nicht mal das Richtige. Komm schon. Ich spiele nochmal. Oh, für 5 Rubine. Du bist ja gnädig. Oh, jetzt aber jetzt hol dir dieses beschissene Huhn. Echt mal. So. Das da hinten müsste es sein. Oh, grab es doch! So. Puh, I'll be darned, it's plumb incredible. That's the last one, you found them all. Come on over here. Ich hasse dieses Hühnerspiel. Damals viel schlechter als heute, aber auch dieser erste Pill war jetzt. Er hätte jetzt nicht sein müssen. You've got the talent to be one of the world's best cowboys. How do you like to marry Marlon, huh? Ich hab schon Salia und Zelda im Gepäck, also die Auswahl hier zu vergrößern. Ich meine, Marlon ist ganz süß und so. Und, ja, kann man natürlich, kann man mal drüber nachdenken. Und das Schlimme ist, selbst wenn ich jetzt ja sage, dann werden Salia, Zelda und Marlon nicht die einzigen sein, die hinter mir her sind. Von daher wird ein bisschen schwierig, sich hier zu entscheiden. I was just kidding, just kidding. I think you're a little young for that, aren't you? Ja, aber deine Tochter oder was? Kinderheirat oder was hier? Oh meine Güte, du bist wirklich ein schlechter Vater. Oh, I'm proud to present you a sample of your very own Lon Lon Milk. You'll be energized the moment you drink it. After you drink it, you can bring back the bottle and buy a refill anytime you want. So. Jetzt haben wir auch die Milch. Jetzt sind wir nämlich die, die Milch geholt haben und wieder abhauen. Und ja, wie war das denn jetzt hier mit der mit Marlon? Wie war das denn jetzt mit dem Lied? Es ist mir einfach unschlüssig, warum das Lied hier nicht funktioniert. Wie nah muss ich denn bitte schön an der dran stehen? Mal ein bisschen Abstand halten, ne? Und trag eine Maske. Ach, ich war nicht nah genug dran. Oh, cute, Ocarina. Are you going to play the song with us at Ocarina? Ich hab schon gedacht, das wäre jetzt ein Bug oder so, dass die Quest nicht aktiviert wird. Na gut. Oh, ein Glück. Huh. You've learned Epona's song. Und so haben wir Epona gezähmt.
Okay. In dem Turm da hinten befindet sich ein Herzteil, das wollen wir jetzt aber nicht sammeln. Wenn ich mich recht entsinne, ist da vorne in dem Baum noch eine goldene Skulptur versteckt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob sie als bei Nacht kommt oder... Ach nee, so tatsächlich, gut. Ah, komm schon, wenn man zu nah an die Dinger dran geht, bekommt man Schaden. Aber okay, goldene Skulptur gehört uns. Ja, ein Rubin kann auch nicht schaden. Ich weiß noch, bei dem Stall da vorne, also bei dem Pferdestall, da ist auf der Rückwand bei Nacht auch noch eine Skulptur. Jetzt weiß ich aber auch da nicht, ob das als Erwachsener ist oder als Kind. Schauen wir mal rein, was hier noch ist. Wie weit bist du denn für einer? Ey, dein Bart wackelt ja aber auch mehr und deine Augenbrauen, die wackeln ja mehr als, was weiß ich, ich habe gerade keinen guten Vergleich, keinen dummen Spruch auf Lager. I can't believe that I, the great Ingo, am working on the stump of revenge. Ingo! Kollege, Leute, der heißt Basil. Basil, doch nicht Ingo. Was ist das hier für eine Übersetzung, Nintendo? Because the owner is so lazy, I always have to do all the work around here. I, the hard-working Ingo, should be in charge. Not that lazy bum Talon. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz das trinken, einen Moment. Ah, dieser Name. Ah, da kommen mir jetzt gerade ganz schlechte Memes in den Kopf. So, schauen wir weiter. Haben wir das schon mal gemacht? Gucken wir mal, was wir hier noch abgreifen können. Ach ja, und ein Herzteil, also ein Herzstück. Immer ganz gut. So, und jetzt geht's aber endlich mal zum Todesberg. Es ist halt einfach wichtig, dass man diese... Obwohl, nein, wir gehen noch nicht zum Todesberg. Wir gehen erst noch kurz nach Highwood. Es ist irre wichtig, diese Flaschen zu sammeln. Also bevor man in der Story schwer viel weitergeht. Sie früher zu haben, ist immer besser, als sie zu spät zu haben. Macht zwar Sinn, ganz klar. Aber... Oh, hoffentlich geht jetzt die Sonne nicht so unter. Okay, wir kommen noch gut durch. Boah, ist das hier alles mega verpixelt. Also das war in der 3DS-Version natürlich schon viel, viel besser gelöst. Und wir sehen auch hier, das ist total interessant, wenn wir hier gehen, Hyrule allgemein ist eine Zusammenstellung von einem Bild. Also das hier ist ein 2D-Bild, was einfach nur im Hintergrund gerendert wird. Nur die Figuren und allgemein diese 3D-Objekte hier sind wirklich Teil des Spiels, aber alles andere ist einfach nur ein Bild. Und das wird auch, kann man mal bei Sam Zock gucken, ganz cooler YouTube-Kanal, der einem Ocarina of Time technisch erklärt. Der einem auch zu verstehen gibt, warum sowas hier funktioniert. Oder wie sowas funktioniert, dass 3D-Figuren in einem 2D-Bild aktiv sein können. Ach ja, genau. Aber ich wollte jetzt erstmal in den Magieladen, der befindet sich hier. Potion Shop. So. Und, hier ist die Fee. 50 Rupees. Die Fee, die holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Denn wir wollen ja nicht immer wieder lange Wege laufen. So, nö, ich will jetzt erstmal nichts Neues kaufen. Wir haben jetzt auch beide Flaschen gefüllt. Ich denke, das dürfte reichen. Aber wir gehen noch kurz in den Maskenladen hinein. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Hä, wo ist der Typ denn hin? What a strange shop. I wonder when it will be open for business. I read the sign there, but it still seems weird. Hä, wo ist denn der Typ hin? Happy Mask Shop. Please read the sign before you use the shop.
how this shop works. We do not sell masks at this shop. We just lend them to you. You'll sell the loaned masks on your own. You pay back the money for the mask, and we will lend you a newer model. You can borrow masks you have already sold again, however you can sell each model of mask only once. Please try our shop, Happy Mask Shop Owner. Ja, aber dann, wo ist denn der, hä? Wo ist denn der Maskenhändler? Ja gut, dann scheinen wir hier irgendwas gefailt zu haben, oder beziehungsweise es ist vielleicht noch nicht möglich. Kann gut sein. Ich wollte es eigentlich schon gemacht haben, weil besser früh als zu spät, wie ich eben schon sagte. Aber okay. So, jetzt wird es aber dunkel, wobei das dürfte uns jetzt nicht mehr stören. Die ganzen Skelette sind mir sowieso immer egal. Finde aber auch, dass dieses Licht hier abnormal schön aussieht. Es gibt niemals Regen. Niemals. Das ist wirklich ein schönes Feeling. Gehen wir nach Goronia Richtung Todesberg. Denn da müssen wir als nächstes hin. Das ist unser nächstes Ziel. Und oh. Jetzt können wir endlich dem Typen da dieses Schreiben nutzbar machen. Guck mal, was ich hier habe. Huh? Oh, this is surely Princess Zelda's handwriting. Well, let's see. Okay. This is MDP. He is under my orders to save Hyrule. What kind of funny game has our princess come up with now? Okay, okay, alright, you can go now. Just be careful, Mr. Hero. Soldat, du solltest nicht zu viel lachen. Dass du... Oh, by the way, Mr. Hero, if you're going to climb Death Mountain, you should equip a proper shield. It is an active volcano after all. If you go back to Hyrule Castle Town Market, you should check the bazaar. They sell the shield you need there. Tell them I sent you and they should give you a special discount. If you think you're good to go already, don't worry about it. Now, I'd like to ask a favor of you. No, I don't expect you to do it just because of a great tip I just gave you. I'm just asking. Have you been to the Happy Mask Shop that just opened in the Hyrule Castle Town Market? Everyone is talking about it. Ja, da war ich gerade eben drin. Da war ich gerade eben drin, da war aber kein Verkäufer. Na? My little boy pesters me for a popular mask, but I don't have time to go there. So, could you go and get the mask for me next time you are in the market? If you don't feel like it, that's okay, but, well, I have no choice. This is my job. Ja. Das, mein Lieber, passiert, wenn man in der Schule nicht aufpasst. Und wenn man sich einen Job aussucht, den man nicht machen will, einfach nur an Kohle zu kommen. Weil was du von deinem Geld, was du durch Prinzessin Zelda verdienst, wenn du sowieso nur hier den ganzen Tag hier rumstehst und das Geld nicht nutzbar machen kannst. Das ist kein 9-to-5-Job, das ist Ausbeutung, mein Lieber. Aber du musst es ja wissen. Und vor allem, dieser Typ hier erledigt seine Arbeit auch nicht so gut. Der macht sich über Prinzessin Zelda lustig. Ja, das gefällt mir gar nicht. Zumal Prinzessin Zelda an der Stelle leider ja auch noch recht hat, was das angeht, dass die Welt in Gefahr ist.
Ja, aber er ist ein gutgläubiger Dulli und ist ein Schäfchen des Nirvanas und was weiß ich alles, was ich zu dem zu sagen hätte. Aber Hauptsache erstmal eine Maske wollen, die glücklich macht. Gut, kann ich verstehen. Ja, wenn ich als Vater lieber einem Job nachgehe, als die Maske selbst für meinen Sohn zu holen, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht meine Prioritäten falsch gesetzt habe oder ob ich den falschen Job gewählt habe. Wenn ich durch diesen nicht genug verdienen würde, würde ich ihn nicht ausführen. Oh, dieser Typ ist auch gemein. Wo kam der eigentlich her? Naja, gut. Was ist denn hier? Ah, sieht ungemütlich aus für Link. Kann er nicht hochheben. Ich weiß das natürlich alles schon längst, was das alles bedeutet, aber ich will es ja ein bisschen spannend machen. Oh, Herzen, Herzen, Herzen. Oh, sogar 3 Stück an der Zahl. Go on, City. Alles klar, danke für den... Oh, keinen Schaden bekommen. Gut, gut. Nein, falsch. Falsch. Ihr müsst wissen, Leute, ich höre das nicht, was ich hier spiele. Ah ja, doch, so war es richtig, so war es richtig. Gut, 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 gut. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht... Ach, ich bin aber auch so ein Depp. Ich bin ein Depp. Ganz klar, wir müssen natürlich erstmal... erstmal Zeldas Lullaby spielen. Das Wiegenlied. So öffnet sich das Tor für uns. Und wir treffen auf... What the heck? Who are you? When I heard the song of the royal family, I expected their messenger had arrived, but you're just a little kid. Hestarunia, the big boss of the Gorons, really lost so much status to be treated like this by his sworn brother, the king. Now I'm really angry. Get out of my face now. Are you asking why I'm in a such bad mood right now? Ancient creatures have infested the Dongo's cavern. We've had a poor harvest of our special crop bomb flowers. Starvation and hunger because of the rock shortage. But this is a Goron problem. We don't need um Gottes Willen any help from strangers. Ja, Strangers, also ich kann dich auch gern vergammeln lassen. Deswegen, Leute, brauchen wir interkulturelles Zusammendenken. Was es mit dem Goron auf sich hat, werden wir nach jede Menge Seibaltabletten für meinen Hals und im nächsten Part erfahren, wie schaffen wir es, den Big Boss Darunia davon zu überzeugen, dass wir es gut mit ihm meinen. Ich wünsche euch eine frohe Zeit. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.